Dank der Bundesligaspieler Guido Burgstaller und David Alaba hat Österreichs Fußballnationalmannschaft das Länderspiel gegen den WM-Viertelfinalisten Schweden gewonnen und damit einen Achtungserfolg gefeiert. In Wien setzte sich die Mannschaft des deutschen Trainers Franco Foda 2:0, 1:0 durch und zeigte nach der verpassten WM 2018 gute Ansätze. Schalkes Burgstaller traf in der 11. Minute zur Führung der Austria Adler, nachdem Schwedens Torwart Christopher Nordfeld einen Alaba-Freistoß nur abklatschen konnte. Punkt. Bayern-Star Alaba, der Österreich als Kapitän aufs Feld führte, sorgte für die Entscheidung. 64. Größer als den Live-Ticker zum Spiel gibt's hier.